Ich war damals 5 Jahre alt, bin erst im Westen eingeschult worden. Und das war für mich völlig unverständlich und auch bestürzend und schockierend. Um das kurz zu erklären, warum wir überhaupt in den Westen gegangen sind. Mein Vater, der als ungefähr 1920er aus dem Krieg zurückkam, ist dann in die SPD eingetreten und dann in die SED fusioniert worden. Und ist wegen meiner Mutter bei der ersten Parteisauberung 1952 ausgeschlossen worden aus der Partei, was auch seine weitere berufliche Karriere behindert hat. Und zwar deshalb ausgeschlossen, weil meine Mutter die Tochter eines hohen SA-Offiziers am Ort war. Er hat dann dort weitergearbeitet in einem VEB-Kraftverkehr, was man heute eine Spedition nennen würde, in Eisenach. Und wie ich nach seinem Tod aus den Stasi-Unterlagen entnommen habe, aus seiner Akte entnommen habe, hatte die Stasi damals den Eindruck, dass die Führung dieses VEB, die aus 2 Leuten bestand, die früher in der Waffen-SS Offiziere waren, für westliche Geheimdienste arbeiten. Sie suchten einen, den sie dazu bringen konnten, die beiden zu beobachten. Da wurde ein Maßnahmeplan erstellt. Mein Vater wurde mit den Unterlagen, mit den Finanzunterlagen des VEB nach Berlin ins Verkehrsministerium bestellt, um ihn auf der Rückfahrt in der Eisenbahn zu verhaften unter dem Vorwurf, er habe das westlichen Geheimdienst in West-Berlin gezeigt. So ist es passiert. Er wurde im Zug verhaftet, in Untersuchungshaft genommen. Dort hat man ihm, das ist alles Aktenlage, weil mein Vater mir das nie erzählt hat, dort hat man ihm eröffnet, er habe die Wahl, sich zu verpflichten oder 10 Jahre seine Kinder nicht wiederzusehen, mich und meine Schwester. Er hat sich dann verpflichtet, ich habe die schriftliche Verpflichtungserklärung gesehen, dann hat er sich nach 1 Jahr, hat er es nicht mehr ausgehalten, hat er sich dekonspiriert im Betrieb zu erkennen gegeben, ist in der nächsten Nacht in den Westen geflohen über die grüne Grenze, die damals noch ein mehr oder weniger ein Stacheldrahtzaun war, keine Minenfelder und ähnliches, was es später gab. Und meine Mutter, meine Schwester und ich durften dann hinterherziehen, weil meine Mutter nicht berufstätig war. Die DDR hatte offenbar kein Interesse daran, eine nicht berufstätige Frau mit 2 Kindern eines geflüchteten Mannes zu behalten. Wir sind mit der Reichsbahn nach X Kontrollen des Umzugsgutes in den Westen gefahren. Und dort in einem kleinen Dorf in Nordhessen, sozusagen jenseits der Grenze, gelandet. Zunächst mal in einer Baracke, schäbigster Art. Ich vermute, dass da während der Kriegszeit Zwangsarbeiter untergebracht waren. Später sind wir dann bei einem Bauern als Untermieter untergekommen, ein Ziegenzüchter. Das Erste, was ich vom Westen damals kennengelernt habe, war eine Kleiderspende der Caritas. Ich bekam eine braune, kurze Bleile-Hose. Bleile ist ein damals gebräuchlicher, im Prinzip damals wertvoller Strickstoff gewesen, die bei mir aber deshalb bleibenden Eindruck hinterlassen hat, weil sie ungereinigt war, um es nicht konkreter zu beschreiben. Und wir haben dann bei diesem Ziegenzüchter zur Untermiete gelebt in schrecklicher Armut. Also wir sind nicht in den Westen in den Wohlstand gekommen, sondern in bittere Armut. Mein Vater hat zunächst keinen Job bekommen. Er hat bei einer Musiktruhenfabrik als Aushilfsfahrer gearbeitet, Auslieferungsfahrer. Er hat als Tankwart gearbeitet, streckenweise. Er hat am Samstag bei dem örtlichen Bäcker auf diesem Dorf das Brot ausgefahren. Und uns ging es sehr schlecht. Wir hatten kein Geld. Ich habe damals mit den Kindern anderer Familien, die keine Landwirtschaft hatten, im Winter, Anfang Dezember, wenn die Schweine geschlachtet wurden, bei den Bauern, die geschlachtet haben, gebettelt. Da gab es so ein Ritual. Da ist man am Ende des Schlachttages, wenn es dunkel war, hat man sich zu dem Hof geschlichen, hat die Tür zum Hausflur geöffnet, eine Emailleschale reingeworfen, oder eine Schüssel, einen bestimmten Spruch aufgesagt, dann hat der Bauer die gefüllt mit irgendwas, mit Wurstsuppe oder mit Wellfleisch und Sauerkraut, was es da so gab an so Schlachttagen, und hat die vor die Tür gestellt, die Tür wieder zugemacht, dann sind wir Kinder hin und sind damit mit den dampfenden Schüsseln nach Hause, da saß schon die Familie um den Tisch rum und hat sich gefreut, dass sie so was Leckeres zu essen gekriegt hat. Ich habe den Umzug in den Westen nie verstanden. Es gab noch kuriose Erlebnisse. Mein Vater, der auf diese Weise in den Westen gegangen war, wurde gelegentlich besucht, offenbar von amerikanischen Agenten, die ihn befragt haben. Und die fuhren auf diesem Kuhkaff in einem riesigen Straßenkreuzer vor. Das war die Sensation am Ort. Also die waren sozusagen das Gegenteil von Geheimdienstlern. Die waren so auffällig. Da liefen schreiende, rufende Kinder hinter diesem Straßenkreuzer. Die parkten neben dem Misthaufen. Dieses riesige Schiff, ein solches Auto hatte man noch nie gesehen am Ort.
und trafen sich dann mit meinem Vater, da durfte ich natürlich nicht dabei sein. Und wir haben dort ein paar Jahre gelebt und dem ist es erst durch große Mühe gelungen, ist im Westen wieder in die SPD eingetreten, durch große Mühe gelungen, dann in seinem eigentlich gelernten Beruf, er hat am Finanzamt angefangen zu arbeiten, im Westen wieder unterzukommen. Dann sind wir von diesem Dorf weggezogen, über Fulda nach Frankfurt, da ging es uns langsam wirtschaftlich besser. Ich bin in dieser Zeit in den Ferien, weil wir ja aus der Staatsbürgerschaft der DDR entlassen waren, meine Mutter, meine Schwester und ich, häufig in den Ferien in die DDR zurückgefahren, nach Bad Salzungen, meinem Heimatort, wo meine Großeltern lebten, Tante und Onkel lebten, sonstige Verwandte, weil wir uns Urlaub auch sonst gar nicht leisten konnten. Und ich kann mich noch erinnern, da habe ich ja noch gar keine politischen Begriffe gehabt, wenn ich in Herleshausen mit dem Zug über die Grenze gefahren bin, fand ich das ausgesprochen spannend. Da waren rote Transparente und Spruchbänder am Bahnhof schon angebracht. War viel spannender, als ich das im Westen dann erlebt habe. Ich bin in meine Heimatstadt gekommen, zu meinen Großeltern gekommen, habe mit meinen alten Freunden zu tun gehabt. Da ging es den Menschen, verglichen mit den Verhältnissen, unter denen ich im Westen gelebt habe, damals in den 50er Jahren, Anfang der 60er, vergleichsweise sehr gut. Die hatten Hühner, die hatten Hasen, die hatten Landwirtschaft, die hatten Gärten, die haben Obst geerntet. Da gab es in diesem kleinen Kurort, meine Heimatstadt ist ein Kurort mit einem See in der Mitte, einem großen weißen Kurhaus drumherum, da gab es Sommerfeste mit Feuerwerk und allem drum und dran. Also für mich, meine Freunde, die ich hatte, mit denen bin ich in spannende antifaschistische Schmachtfetzen ins Kino gegangen. Im Westen war ich nie im Kino. Erstens gab es da keins, zweitens hätten wir es uns nicht leisten können. Also ich habe die Welt umgekehrt wahrgenommen. Für mich war das Land, das ich verlassen habe, die DDR, das wohlhabendere, für mich verständlichere. Und der Westen, in den ich gekommen war, war für mich zunächst ein Land der Armut.